Hallo meine Lieben, hier bin ich nochmal. Und zwar habe ich Post bekommen von der lieben Cynthia aus ihrer Facebook-Gruppe Bastelkram 2.0. Die Gruppe werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Ja, hatte jetzt schon das zweite Mal bestellt bei ihr. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich mir da gekauft habe. Und zwar... habe ich hier ein paar Sticker von Gorilla Kuma. Die verwende ich für mein Molang Diary Album Tagebuch. Und da habe ich noch ein paar Molang Sticker. Die benutze ich auch dafür. Finde ich total süß. Ich glaube, das sind aber so kleine Beilagen gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die gekauft habe. Wenn das so kleine Beilagen sind, dann sage ich danke, Cynthia. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Dann habe ich mir genommen... diese drei Kackhaufenspitzer, die finde ich so total niedlich. Die musste ich haben. Und meine Tochter hat mich schon gefragt, ob sie einen haben darf. Mal gucken, welchen das ich abgeben werde. Finde ich mega süß. Dann habe ich hier diese Emoji. Mal aufmachen und reingucken. Genau, das sind die kleinen hier. Mal gucken, für was dass ich die verwenden werde. Vielleicht so als in eine Schüttelkarte hinein. Und die hier, die sind ja auch mal mega cool. Kann man schön aufkleben. Bin gespannt. Mal überlegen, für was ich die verwenden werde. Dann habe ich hier zwei so Taschen. Die finde ich total niedlich. Und diese hier. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich nicht vielleicht eine verschenken werde oder ob ich mir beide behalte. Das muss ich erstmal gucken. Der Totoro. Dann habe ich hier einmal so Buchstabenperlen. Die finde ich auch klasse. Die kann ich schön für meine Anhänger benutzen. So, dann holen wir mal den Rest raus. Dann habe ich hier noch diese Halbperlen. Diese ganz kleinen. Aber wunderschöne Farben. Dann etwas größere. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und dann noch etwas größere. Dann habe ich hier so einen schönen, so ein schönes Herz. Mal gucken, was ich damit machen werde. Dann habe ich hier ein paar so Anhänger. Und zwar so ein Ball. Ich glaube, den werde ich mir selber irgendwo raufhängen, dass ich ja selber Fußballfan bin. Dann so ein Dalmatiner. Ups. Eine Sonne. Ein Reh.
noch mal in einer anderen Farbe. Dann für einen Amerikaner-Fan. Dann ein süßes Schweinchen. Und nochmal so ein Fußball. Und dann habe ich hier noch, die haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, die nehmen man Fleckbacks oder wie man die nennt. Einmal Anna und Elsa. Und einmal nur die Elsa. Und das letzte. Ist von Die Schöne und das Biest. Diese Teekanne. Die finde ich total süß. Ja, das war's auch schon. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!